Schlafball, alter Junge. Ich kann nicht mehr. Aber eine musst du noch nehmen. Ich kann aber nicht mehr. Willst du mich beleidigt? Ich kann nicht mehr. Wenn ich mit mir trinke, der beleidigt mich. Das liegt mir fern, lieber Freund. Völlig fern. Wenn es dich beleidigt, dann schütt ihn an mich. Aber trinken kann ich nicht mehr. Das ist das einzige Gute an Bett. Der weiß immer, wann er genug hat. Übung beendet. Ja, circa 22 Stück pro Kopf. In einer Stunde. Lässt sich sehen, was? Paul. Ja, Chef. Alle Achtung, die Standfestigkeit hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ein alleinstehendes Mädchen muss gewappnet sein. Ja, schon, aber 22 Hochprozentige müssen doch irgendeine Wirkung zeigen. Aber nicht, wenn man sie in einen Sektkühler schüttet. Was? Ich hab gar nichts bemerkt. Doch nicht in den da. In den. Raffiniert. Nicht wahr? Ja, und wie sind Sie über die Runden gekommen? Ganz einfach, man muss nur schnell nach dem Trinken ausatmen, so. Und dann ganz langsam einatmen, so. Da macht denn der Alkohol gar nichts. Dieser Dexter wird auch hier wohnen? Ja, mein Lieb. Versprichst du dir was davon? Ja, mein Lieb. Sag doch nicht immer ja, mein Lieb. Ja, mein Lieb. Mr. Dexter, Sir. Willkommen auf Seymour Castle, Mr. Dexter. Guten Abend, Sir John. Ich freue mich, dass Sie sofort gekommen sind, obwohl Mr. Pillow meinte, dass es noch einige Tage dauern wird. Der gute Archie redet manchmal etwas viel. Isabel, darf ich dir Mr. Dexter vorstellen? Meine Braut, Isabel Liebers. Ich bin sehr froh, dass Sie John helfen wollen. Es wird mir ein Vergnügen sein. Whisky? Rum. On the rocks, bitte. Und du, John? Mir kannst du einen Whisky geben, Liebes. Wenn ich nun um die Geschichte bitten dürfte, Sir John. Ja, da muss ich etwas weiter ausholen. Seymour Castle ist seit einigen hundert Jahren im Besitz der Macleans. In letzter Zeit wurde es immer schwerer, das Schloss und den dazugehörenden Besitz zu unterhalten. Wir Macleans gehören leider nicht zu den ganz reichen Leuten. Ich stand also vor der Wahl, den Sitz meiner Väter aufzugeben oder etwas zu unternehmen, um Seymour Castle wieder rentabel zu machen. Isabel brachte mich auf die Idee. Vor einiger Zeit suchte die Europäische Wirtschaftszentrale einen Tagungsort. Ich bot Seymour Castle an und konnte verpachten. Einmal im Monat findet nun hier die regelmäßige Sitzung der EWZ statt. Für diese eine Woche untersteht Seymour Castle einem Geschäftsführer der EWZ. Allerdings bin ich nach wie vor der Verantwortliche. EWZ. Da war doch vor vier Wochen seine merkwürdige Geschichte. Ja, der Geschäftsführer Harold Gregory wurde vergiftet aufgefunden. Richtig, das war's. Der Mann hatte sich mit Ciancali vergiftet. Wenn ich mich recht erinnere, hatte er Unterschlagungen begangen. Eben nicht. Ich hatte am Abend vor Gregorys Tod die Bücher geprüft. Und? Es war alles in Ordnung. Am nächsten Morgen war Gregory tot und die Bücher waren gefälscht. Ach. Wann wurde der Tod entdeckt? Morgen um 8 Uhr früh. Demnach hätte er also keine Chance gehabt, das Geld abzuheben. Richtig. Aber gegen 11 Uhr wurde ein von Gregory unterzeichneter Scheck kassiert. Nein.
sorry, sir. Was sagt die Polizei dazu? Sie tappt im Dunkeln. Im Allgemeinen wird angenommen, dass Gregory erpresst wurde, die Fälschung ausführte, den Erpresser auszahlte und dann Selbstmord beging. Aber wie gesagt, das ist Theorie. Ich selbst halte Gregory noch heute für einen Ehrenmann. Gregory war stets ein höflicher, zuvorkommender Gentleman. Voller Humor und Geist. Ich bin sicher, wenn er unter solchem Druck gestanden hätte, das hätten wir bemerken müssen. Wer wohnt außer Ihnen noch hier im Schloss? Meine Mutter. Sie ist aber krank und deshalb dauernd auf ihrem Zimmer. George, mein Butler, Paul, ein Diener, Mary, das Zimmermädchen und Elizabeth, die Köchin. Vergiss Clarence nicht. Ach so, ja, Clarence, unser Gärtner. Und wenn die Tagungen sind, befindet sich noch Hilfspersonal im Hause. Gibt es Anhaltspunkte für diese Theorie im Fall Gregory? Nein. Ziemlich mysteriös, finden Sie nicht, Sir John? Tja, deswegen habe ich Sie ja hergebeten. Es wird schwierig sein, nach so langer Zeit noch brauchbare Ermittlungen zu führen. Es ist nicht der Fall Gregory allein, Mr. Dexter. Sondern? Ich fürchte, dass man mich ermorden will. Wie kommen Sie denn darauf? Vor 2 Wochen war ich mit einigen Nachbarn auf Entenjagd. Plötzlich schlug eine Ladung Schrot genau da ein, wo ich mich noch Sekunden vorher aufgehalten hatte. Nur weil ich mich zu meinem Hund herunterbeugte, ging der Schuss fehl. Wer waren denn Ihre Nachbarn auf der Jagd? Von denen kommt keiner in Frage. Von ihren Standplätzen aus konnte mich keiner sehen. Außerdem hatte die Jagd noch gar nicht begonnen. Es war der erste Schuss, der fiel. Aber es hätte doch auch ein unglücklicher Zufall sein können. Kaum. Vor 4 Tagen wollte ich nach Dundee fahren. Kurz hinter Perth löste sich plötzlich ein Rad von meinem Wagen bei ziemlicher Geschwindigkeit. Ich konnte gerade noch in eine Hecke fahren. Das hat mir das Leben gerettet. Das hat nichts zu besagen, Sir John. So etwas ist mir auch schon passiert. Auch wenn Sie am Abend vorher das Rad selbst montiert und alle Schrauben fest angezogen haben? Erwartest du noch jemanden, John? Nein. Dann machen Sie das hier verschwinden. Sie haben hier gar nichts zu suchen. Das ist doch George. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. Ich bin sofort wieder da. Sind alle Räume auf Seymour Castle so hübsch, Miss Liebe? Oh ja, John hat einen fabelhaften Geschmack. Mhm. Das sieht man. Das wollte ich nicht. Wirklich, glauben Sie mir. Er ist mir vor den Wagen gelaufen. Es war nicht meine Schuld. Sir John. Ich wollte doch noch ausweichen. Aber irgendjemand hielt meinen Arm fest. Rufen Sie die Polizei an, George. Und kümmern Sie sich um Miss Leavers. Morgen, Archie. Oh, wen sehen meine altersmüden Augen? Ich denke, du bist in Schottland, Cliff. Der Fall hat sich erledigt. Er wird sich Sir John aber sehr gefreut haben. Kaum. Sir John ist tot. Komm wieder zu dir, Archie. Es war ein Unfall. Unfall? Eine Gruppe leicht besoffener junger Leute machte im Schloss auf Fahrübungen. Sir John trat dazwischen und kam dabei unter die Räder. Bist du sicher? Absolut. Mit den früheren Anschlägen hat die Sache nichts zu tun. Hast du die wenigstens untersucht? Wie denn? Sir John war der Einzige, der mir hätte Auskunft geben können. Miss Leavers wusste auch nur so viel, wie Mr. John selbst erzählt hat, und seine Mutter weiß gar nichts. Und die Dienerschaft? Hat außer Sir Johns tödlichem Unfall überhaupt nichts bemerkt. Sag mal, kennst du einen Charles Lee? Lee, Charles Lee. Lee, warte mal. Ja, natürlich. Lee ist Anwalt. Ah, auch so ein Winkeladvokat wie du? Hast schon bessere Witze gemacht. Entschuldige, Archie. Schon gut. Nein, Charles Lee hat eine kleine, aber gut gehende Praxis in der City. Warum? Charles Lee ist Testamentsvollstrecker von Sir John. Außerdem der neue Geschäftsführer für die EWZ. Er trifft heute in Seymour Castle ein. Entschuldigung. Pillow. Rechtsanwälte. Ja, Miss Leavers. Erst hier. Ja, Moment. Für dich. Ja, Dexter, was gibt's, Miss Leavers? Was?
Gut, ich komme sofort. Sei so gut, ruf Carol an. Sie sollen sofort nach Seymour Castle kommen. Ich fahre schon vor. Hey, willst du denn nicht wenigstens sagen, was passiert ist? Charles Lee ist kurz vor Seymour Castle tödlich verunglückt. Sir, es handelt sich einwandfrei um einen Unfall. Mr. Lee raste mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Mauer, wurde aus dem Wagen geschleudert und war sofort tot. Woher wissen Sie, dass er mit hoher Geschwindigkeit fuhr? Der Tacho zeigte 70 Meilen, Sir. Er könnte beim Aufprall in die Position gesprungen sein. Das besagt gar nichts. Der Wagen sieht aus wie eine zerknautschte Zigarettenschachtel. Und von Mr. Lee ist auch nicht viel mehr übrig geblieben, Sir. Und außerdem gibt es Zeugen, die einwandfrei gesehen haben, wie schnell Mr. Lee fuhr. An der Unfallstelle? Nein, hier. Ah. Mr. Lee ist also diese kurvenreiche Strecke mit ziemlich hoher Geschwindigkeit gefahren. Ja. Demnach dürfte Mr. Lee ein sehr guter Fahrer gewesen sein, wenn er sich das erlauben konnte. Sicherlich. Dann erklären Sie mir doch bitte, wie es kommt, dass ein guter Fahrer, ohne dass ein Hindernis auf der Straße ist, ohne Gegenverkehr auf einer völlig geraden Strecke, und das ist beim Unfall auch der Fall, plötzlich von der linken Fahrbahn abweicht, die Straße zur Gegenfahrbahn überquert und dort gegen eine Mauer prallt. Vielleicht denken Sie mal darüber nach, Sergeant. Guten Tag. John ist bei einem Unfall umgekommen, da gibt es keinen Zweifel. Auf die Polizei Ihrer Majestät ist Verlass. Alles andere ist Unsinn. Aber Mr. Gregory und jetzt Mr. Lee... Gehöre nicht zur Familie und interessieren mich deshalb nicht. George. Milady. Bitte bringen Sie mich auf mein Zimmer. Ich bin sowieso schon viel zu lange auf den Beinen. Isabel. Ja, bitte. Bitte sorge dafür, dass der Vertrag mit diesem Wirtschaftsmenschen gekündigt wird. Ich möchte in Zukunft keine fremden Menschen mehr auf Seymour Castle sehen. Aber... Kein Aber. Nach Jahren bin ich jetzt die Einzige, die auf Seymour Castle etwas zu sagen hat. Na, jetzt weiß ich endlich, wie man sich fühlt, wenn man unerwünscht und nicht geduldet ist. Sie wollen doch nicht etwa abreisen, Carol? Ich denke nicht daran. Jedenfalls nicht, bevor Mr. Dexter wieder hier ist. Ich kann jetzt einen Schluck vertragen. Und wie ist es mit Ihnen? Los. Runter damit. Das lohnt sich aber nicht mehr. Was lohnt sich nicht mehr? Der Ausbau. Ich habe auch nicht die Absicht. Was suchen Sie dann nach dem Wagen? Nichts. Ich bin nur von Natur aus neugierig. Insbesondere interessiere ich mich für Autos, mit denen jemand umgekommen ist. Warum? Weil ich der Nachfolger von dem Mann bin, der mit dem da umgekommen ist. Sie gehen als Verwalter nach Seymour Castle? Ja. Das würde ich an Ihrer Stelle aber nicht tun. Ja, warum denn nicht? Weil es da nicht geheuer ist. Es fängt wieder an. Da reden Sie nicht in Rätseln. Was ist los auf Seymour Castle? Es wird noch einer sterben. Sie sind aber mächtig schlau, Mr. Brighton. William Brighton. Wissen Sie, ich habe mich nämlich mit der Chronik beschäftigt. Wenn es einmal anfängt, dann sterben immer vier Menschen. Seit damals, als vor 150 Jahren der eine McLean den anderen McLean getötet hat. Sie machen mir aber große Angst. Der erste war dieser Gregory. Dann war Sir John an der Reihe. Gestern starb der Mann aus London. Und der nächste sind Sie. Ist denn hier niemand? Hallo, Archie. Sieht alles ziemlich merkwürdig aus. Ich bin gerade
bin gerade vor dem Hausgeist der McLeans gewarnt worden. Egal, pass auf. Erkundige dich, ob bei der Vergabe der Tagungsstätte für die EWZ noch andere europäische Wirtschaftszentrale, ja, ob sich außer Sir John noch jemand beworben hat. Okay. Und pass auf. Aber Isabel, nun laufen Sie doch nicht wie so ein Wolf im Zoo hin und her. Ihre Ruhe möchte ich haben. Mr. Dexter wollte schon vor 5 Stunden zurück sein. Haben Sie denn gar keine Angst, dass ihm etwas passiert ist? Keine Spur, ich kenne noch meinen Herrn und Meister. Unkraut vergeht nicht. Aber wenn er noch lange wegbleibt, dann bin ich total beschwipst. Oh, das geht schon los. Ich glaube, ich gehe auf mein Zimmer und lege eine Pause ein, sonst sehe ich meinen Chef nachher doppelt. Das Zeug ist stärker, als ich dachte. Ja, bitte? Was gibt es, George? Ein Telegramm für Miss Carroll. Geben Sie es her. Carroll kommt gleich wieder. Ich gebe es ihr dann. Sehr wohl, ma'am. An Ihrer Stelle würde es noch lauter schreien. Was wollen Sie? Sie warnen. Wovor? Vor Ihrer eigenen Dummheit. Benehmen Sie sich! Sie vergessen wohl, dass ich die erste Geige spiele. Oh, Sie, wie arme Schäfchen. Ohne mich nutzt Ihnen ja der gesamte Apparat nichts. Also was wollen Sie? Und fassen Sie sich kurz, ich habe nicht viel Zeit. Aus unserem Geschäft kann nur etwas werden, wenn wir völlig unauffällig arbeiten. Verstehen Sie? Diese blöden Unfälle haben schon genug Staub aufgewirbelt. Sie brauchen mich nicht zu belehren. Ich weiß genau, was ich tue. Jetzt hören wir einmal gut zu, Sie dummes Luder, Sie. Bei dieser Sache geht es um Millionen. Und die lasse ich mir nicht durch Ihre Dämlichkeit aufs Spiel setzen. Wenn jemandem auch nur ein Haar gekrümmt wird, dann ist es aber aus mit Ihnen. Sie sind bloß die Pflege. Sie werden ab sofort alles unterlassen, was unser Plan gefährden könnte. Ich brauche Ruhe und kein Aufsehen. Wir brauchen Unauffälligkeit und keine Toten. Ist das klar? Ich tue, was ich für richtig halte. Sie bekommen schon Ihre Information. Wie? Das ist meine Sache. Über ein Jahr habe ich auf diese Gelegenheit gewartet. Und die wird weder Cliff Dexter noch Sie gefährden. Pillow, Pillow und Pillow rechts. Ah, Sie sind's, Carol. Was? Carol, haben Sie mein Telegramm denn nicht bekommen? Verstehe ich nicht. Ja. Carol, bitte, Sie müssen sehr vorsichtig sein. Big Jim. Ja, Big Jim hat seine Finger im Spiel. Er hat alle Konkurrenten von Sir John zum Rücktritt gezwungen und dafür gesorgt, dass Seymour Castle den Zuschlag erhält. Ja, natürlich stinkt die Sache. Mir ist das ganze Schloss mitsamt den Leuten unheimlich. Wenn ich nur wüsste, wo Cliff steckt. Hallo!
so freundlich sein wollen und den Schirm ergreifen würden. Und wenn Sie jetzt noch so freundlich sind und jede Eigenbewegung unterdrücken, dann kann ich Sie mit Sicherheit herausziehen. Und wenn Sie jetzt so nett sein wollen und sich beeilen, es fängt gleich an zu regnen. Ja, gut. Ja, ich rufe sofort O'Connor von Scotland Yard an. Okay, Archie, okay. Aber O'Connor soll sich beeilen. Und noch etwas, Carol. Achten Sie auf Lady McLean. Die alte Dame ist in größter Gefahr. Dein Lebensmüde sein. Los, auf, Hände hoch. Sie hatten völlig recht, Mr. Dexter. Sie ist wirklich ein hinterhältiges Frauenzimmer. Das geht zu weit. Erst muss ich mitten in der Nacht mein Zimmer verlassen und dann dieser Lärm hier. Oh, wir bitten vielmals um Entschuldigung. Da gibt es nichts zu entschuldigen. Wie können Sie es überhaupt wagen, in diesem Zustand mein Haus zu betreten? Ich wünsche jetzt, dass Sie Seymour Castle umgehend verlassen. Ich möchte nun endlich meine Ruhe haben. Also, Sie haben gehört, was Lady Mary wünscht, bitte. Nach Ihnen. Wenn ich nur noch die Zusammenhänge herausfinden könnte. Dann könnten Sie sich wieder als Meisterdetektiv fühlen. Carol, wenn ich Ihnen vielleicht behilflich sein durfte. Die EWZ ist eine sehr wichtige, marktentscheidende Behörde. Wenn Ihre Beschlüsse vor der Zeit bekannt würden, kann das auf dem europäischen Markt ungeahnte Folgen haben. Danke. Damit ergänzt sich mein Bild. Big Jim brachte alle Konkurrenten zur Absage. Seymour Castle jedoch erhielt den Zuschlag. Isabel hatte sich von Soho, wo sie als Revue-Girl auftrat, bis nach Seymour Castle hinaufgedehnt. Big Jim wusste das, erpresste sie und machte sie zu seiner Verbündeten. Mit ihrer Hilfe hoffte er, die Sitzungen der EWZ belauschen zu können. Er hatte an alles gedacht, nur an eins nicht. Dass ihm seine Schülerin über den Kopf wachsen könnte. Richtig, bravo. Isabel war ehrgeizig. Sie wollte die Sache auf eigene Faust erledigen. Aber sie machte Fehler. So große Fehler, dass Big Jim fürchten musste, dass es ihm selbst an den Kragen ginge. Also stieg er aus und lieferte Isabel ans Messer. Mir jedoch rettete er das Leben. Stimmt doch, Big Jim! Wenn wir jetzt noch die Schminke abwaschen, dann kommt der gute alte Big Jim zum Vorschein, wie wir ihn kennen. Ich hätte sie ersaufen lassen sollen. Das hätten Sie sich früher überlegen müssen.